Hallo? Hallo? Ja, ich bin hier unterwegs in der Jenaer Innenstadt auf einer ganz besonderen Mission. Denn ich habe gehört, dass das Freie Bühne-Ensemble eine Jahreswerkschau macht. Den Markt der Unsichtbarkeiten. Nun bin ich schon die ganze Innenstadt abgelaufen und habe immer noch keinen Markt gesehen. Doch was ist das? Was war das für ein geheimnisvolles Licht? Da ist es wieder. Es scheint niemand außer mir zu sehen. Nun ist es weg. Ob es wiederkommt? Was passiert wohl, wenn ich da reingehe? Jetzt bin ich neugierig. Wo bin ich denn hier? Das wirkt ja alles ganz mystisch. Und es ist so dunkel. Aber da sind ganz, ganz viele Schalter. Vielleicht geht ja da das Licht an. Ich probiere es mal. So eine Scheiße. Und? Was meint denn der dazu? Ich glaube, der findet das bestimmt auch scheiße. So wie der da an seinem Handy blättert, hätte ich wirklich nicht gedacht. Was sagt der da? Total schlimm verlaufen. Okay, und das wird auch noch so weitergehen. Und die anderen da? Ist das denen eigentlich egal? Die sind da an ihren Handys wie immer. Die spielen da jetzt aber nicht nur rum, oder? Wenn ich mir das so anschaue, sieht das hier aus wie immer. Ich weiß nicht, was sie so denken. Aber sie schauen in ihre Handys. Ist das denen egal oder nicht? Der? Oh nee. Ich finde das auch noch gut. Mal abwarten, wie das so wird. Finde ich gar nicht so schlimm. Die sind ja total dumm. Was die sich auf ihrem Handy anschauen. Wollen die sich jetzt wirklich nur informieren? Die werden es schon noch merken. Oder halt nicht. Das kann doch jetzt nicht so weitergehen. Das kann doch nicht alles egal sein. Und warum ist mir das eigentlich so wichtig? Warum fühle ich mich jetzt eigentlich so komisch? Habe ich Angst? Nein. Aber ich fühle mich bedroht. Da muss ich doch was tun, Mensch. Was tun die hier? Sowas habe ich zum ersten Mal erlebt. Ich fühle mich so. Wie konnte das nur passieren? Ja, ich habe gesagt, dann bin ich weg. Aber ich bin ja da. Ui, was war das denn? Ich dachte, es geht das Licht an und dann läuft stattdessen ein Video. Sind das gar keine Lichtschalter, sondern Videoschalter? Ich probiere mal den nächsten. Mutti, Mutti, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.
Ja. Schön. Aber ich habe dir gesagt, du sollst nicht immer auf dem Fußboden liegen. Ein Mädchen macht sich nicht schmutzig. Ein Mädchen ist ordentlich. Setz dich an den Tisch. Und spiel was Schönes. Du sollst nicht immer mit den Geschwistern streiten. Du bist die Älteste. Die Klügere gibt nach. Nichts aber. Du fragst, nein, du redest, wenn du gefragt wirst. Immer dieser ständige Widerpart, dieser Widerspruch, dieser Widersporn. Unmöglich, von wem die das nur hat. Lies nicht immer so viel. Mach was Anständiges. Morgenstund hat Gold im Mund. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Nur abends werden die Faulen fleißig. Langes Fädchen, faules Mädchen. Immer dieser Widerspruch. Wie die rumläuft. Was sollen denn da die Leute sagen? Das tut man nicht. Das macht man nicht. Und dieser Umgang, nein. Ich will nicht so sein, wie ihr wollt, wie ich sein soll. So wie ihr seid. Ich will ich sein. Also, wie ihr rumläuft. Mit bunten Haaren. Immer in Jeans. In dieser Position. Das tut man nicht. Also das gehört sich nicht. Ich bin ich. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich so bin, wie ich bin, das macht nichts. Ihr seid nicht der liebe Gott. Und wenn euch nicht passt, wie ich bin, das macht auch nichts. Ihr seid nämlich auch nicht der liebe Gott. Ich glaube, ich weiß, was das für Schalter sind. Mit diesen Schaltern ruft man die Videos ab, die im Frühjahr 2020 im Freie Bühne Atelier entstanden sind. Und zwar die sogenannten Monologe. Ob ich richtig liege, das überprüfe ich jetzt gleich mal am dritten Schalter. Erde, Wasser, Luft, Baum. Ein Stamm, um den sich alles dreht. Die Sonne wirft den Schatten. Der Schatten weicht der Sonne. Ich suche den Schatten, um die Sonne zu finden.
Ich scheine hinter ihm zu schwinden, diesem mächtigen Stamm. Er macht mich unsichtbar, lässt mich neu erscheinen, verschlingt mich immer wieder. Ich drehe mich immer weiter in meiner kleinen Welt. Ich halte mich, um nicht zu stürzen. Ich schwanke, stolpere, zweifle. Doch ich gehe weiter. Das Ziel ist nicht ganz klar. Das Ziel ist nicht der Weg. Das Ziel ist im Weg. Versperrt die Sicht. Macht mich unsichtbar für euch. Macht euch unsichtbar für mich. Ich atme durch und laufe weiter. Glauben, dass wir irren. Steine, Gräben, Berge, Flüsse. Kein Weg mehr sichtbar. Rückwärts gehen, um vorwärts zu kommen. Manche sagen, sie sehen sich nicht. Die Sicht aufeinander versperrt. Bäume und Schatten, wohin man auch blickt. Manche denken, dass sie nichts sehen. Und wenn sie was sehen, dann sehen sie ein Irren, den kurzen Gang in der Sonne. Viele von uns irren nicht sehr. Manche wissen, dass sie nicht irren. Und wenn sie irren, sagen sie nicht, was sie beim Irren sehen. Viele von uns sehen nicht viel. Manche wissen, dass sie nichts sehen. Und wenn sie was sehen, sagen sie nicht, was sie beim Sehen hört. Vom Weg abkommen, ein Irrweg beschreiten, führt zur Erkenntnis, dass es keine Irrwege gibt. Erschwerung von Erich Fried. Dich nur einmal sehen und dann nie wieder, muss leichter sein, als dich noch einmal und dann nie wiedersehen. Dich noch einmal sehen und dann nie wieder, muss leichter sein, als dich noch zweimal und dann nie wiedersehen. Dich noch zweimal sehen und dann nie wieder, muss leichter sein, als dich noch dreimal und dann nie wiedersehen. Aber bin ich dumm und will dich noch viele Male sehen, bevor ich dich nie wiedersehen kann. Ja, genau. Das sind die Monologe, die im Frühjahr 2020 im Freie Bühne Atelier entstanden sind. Und zwar wurde schon im Februar und März an Monologen in der Theaterwerkstatt gearbeitet. Dann kam der Shutdown. Die Proben konnten nicht mehr in echt stattfinden und wurden auf digital verlegt. Und einige der zuvor entstandenen Monologe wurde von den SchauspielerInnen per Video umgesetzt. Und genau das ist das, was wir hier über diese Schalter jetzt abrufen können. Ob ich da richtig liege, das überprüfe ich gleich mal anhand des nächsten Schalters. Thank you.
Ja, genau. Das sind die Videos, die im Freie-Bühne-Atelier entstanden. Während des Shutdowns, wo nicht in echt geprobt werden konnte und wo jede Person die Videos einzeln bei sich zu Hause aufnehmen musste. Meist mit Handy, weil ja nichts anderes da ist. Und dafür ist schon wirklich sehr erstaunlich, was da rumgekommen ist. Schauen wir uns gleich mal das nächste an. Moin, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich gehe heute live und freue mich, dass ihr mir alle zuschaut. Für die Leute, die letzte Woche aufgepasst haben und wissen, dass es bald eine Roomtour durch meine neue Küche gibt, die wunderschön geworden ist, da ist das Video, da ist die Küche. Kommt alles in den nächsten Tagen. Ich freue mich auf euch. Es ist wunderschön. Ich möchte euch nicht neidisch machen, aber ich habe keine Wahl. Und alle, die das nicht verpassen wollen und noch nicht abonniert haben, hier ist der Abo-Button, hier ist die Glocke. Wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, so, das ist das Einzige, was ich von euch heute will. You had one job. Drückt die Glocke. Fein. Was ich heute mit euch vorhabe. So, folgendes. Wir machen heute im Stream was Philosophisches. Mir ist nämlich in den letzten Wochen ein Gedanke gekommen, ein Gedanke, den ihr bestimmt auch schon mal hattet, nämlich wenn ihr im Internet was gekauft, gesucht, gelesen habt, dann bekommt ihr danach ganz viel Werbung oder Hinweise für genau dieses Produkt. Also mir ging das jetzt so, ich habe vor 2 Wochen habe ich für mich Karten für Clouseau gekauft. Und seitdem sind all meine Feeds voll mit Werbung für Clouseau. Leute, die sich anziehen wie Clouseau, Leute, die klingen wie Clouseau himself. Man kommt nicht mehr davon weg. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Also wieso funktioniert das so? Hört uns da jemand zu? Schreibt sich das auf? Was ist da los? Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wo das eigentlich herkommt, dass wir mit dem bombardiert werden, was wir uns schon mal angeguckt oder gegoogelt haben. Und habe herausgefunden, es sind die Algorithmen, also kleine smarte Programme, die sich merken und fortschreiben, wofür wir uns im Internet so interessieren. Und das ist ja erstmal ganz hilfreich eigentlich. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass irgendwo über jeden von uns, der das Internet so nutzt, wie wir es nun mal nutzen, unglaublich viele Informationen gesammelt werden. Und diese Vorstellung, dass wir unter permanenter Beobachtung stehen als InternetnutzerInnen, das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und deswegen möchte ich in diesem Video eine Frage stellen an das Internet und möchte wissen, wer uns eigentlich beobachtet. Okay, Google Alexa, wer beobachtet mich? Niemand beobachtet dich. Niemand. Okay, das ist strange auf jeden Fall, weil ruhig. Was heißt es, dass das niemand ist? Heißt es, dass wir nicht beobachtet werden? Oder heißt es, dass das kein Mensch ist, sondern eigentlich nur noch ein Programm oder ein Code, der das von ganz alleine macht, eine Beobachtungsmaschine, die dann, ohne dass irgendein Mensch da noch was zutun muss, entscheidet, wofür wir Werbung kriegen und uns sagt, was wir wollen und was wir kaufen wollen und wo wir hingehen wollen. Und ich stelle jetzt noch eine Frage. Ich will nämlich wissen, wer ist dieser Niemand? Okay, Google Alexa, wer ist Niemand? Wir sind Niemand. Wir sind Niemand. Scheiße, Leute, wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das heißt, dass es nicht mehr die da oben sind, die uns beobachten und entscheiden, was wir zu tun und zu lassen und zu wollen und nicht zu wollen haben, sondern das heißt, das ist scheiß Internet, ja, das hat sich selbstständig gemacht. Das sagt, wir sind niemand, wir beobachten dich. Fuck, das ist schlimmer als iRobot, das ist schlimmer als Quality Land, das ist schlimmer als 1984. Das macht mir Panik. Fuck. Scheiße. Wenn du dich unwohl fühlst, kann ich deinen Hausarzt, deinen Arbeitgeber und die Krankenkasse benachrichtigen. Soll ich jetzt jemanden benachrichtigen?
Nein! Nein, Google Alexa, du sollst niemanden mehr benachrichtigen! Niemanden! Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja echt spannend, was da alles entstanden ist. Das ist ja echt. Oh, ich bin richtig gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ich drücke auch gleich mal den nächsten Schalter. Schon wieder ein Tagvorgang. Bin ich anders? Es passiert absolut nichts mehr. Ich heiße Naruto, aber bin ich der? Oder jemand anderes? Ich habe die Zeit meines Lebens, so viel zu erleben, kann mich an nichts mehr erinnern, bin ein echter Gewinner. Und ich habe mehr Highlight im Gesicht als im Leben. Ich finde schön, wenn es regnet. Doch ich frage mich, was habe ich bloß getan? Gehe ich? Ich gehe. Erst jetzt sehe ich, dass die Schalter ja auch beschriftet sind. Auf dem nächsten Schalter steht die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das kenne ich als Buch und auch als Literaturverfilmung. Aber noch nicht als Schalter. Ich drück mal drauf. Herr Welke, als Sie Frau K. verblutend am Boden sahen, fühlten Sie in dem Moment Reue? Nein. Und als Sie sahen, wie der letzte Atemzug Frau B. verließ, als Sie die Schlinge immer fester um den Hals zogen? Nein. Wollen Sie einen neuen Haarschnitt? Sie meinen den Pony, ja, den habe ich. Herr Welke, es geht ja nicht um mich. Ich finde, der Pony macht sie ziemlich fett. Ruhig bleiben, Hannah. Der will dich nur verunsichern. Recht, Psychologie-Vorlesung Modul 2, viertes Semester, ganz billiger Trick. Soll ich zurückschießen? Ach nee, ich glaube, dann dreht er richtig frei. Der meint das doch nicht ernst. Das ist doch so eine Sache, die mich sowieso richtig ankotzt. Die Typen mit den höchsten Ansprüchen sehen immer sauscheiße aus wie der Welke. Und was ist das jetzt schon wieder für eine absurde Situation? Wie viel ich jetzt wieder auf das Geschwafel dieses Psychopathens gegeben habe. Wahnsinn! Und auch wieder so ein Moment, der mir sagen sollte, lass es, zieh den Schlussstrich, mach eine Umschulung, du bist für den Scheiß einfach nicht gemacht. Boah, ich hole mir jetzt auch für den Fuffi und ein Wochenende das Zertifikat zum Yogatrainer und führe fehlgeleitete Existenzen zwischen Palmen und Kai Pirinha ins Nirvana. Vielleicht sollte ich auch endlich aufhören, mich über diese Leute lustig zu machen, denn das sind eigentlich die wirklichen Freigeister. Im Prinzip lachen wir die doch auch nur aus, um unsere frustrierten, schreienden Seelen zu übertönen, um die schweren Eisenkugeln zu ertragen, die wir uns selber um die Füße gekettet haben. Wow, krass, wie theatralisch ich mal wieder sein kann. Das wäre auch eine potenzielle Berufsalternative. Okay, jetzt bin ich eindeutig wieder zu weit abgeschweift. Oh, und jetzt war es auch schon wieder ein Mann, der mich aus dem Konzept gebracht hat. Und dann auch noch so eine jämmerliche Figur wie der Welke. So ein scheiß Wichser, ey. Nee, und deswegen erst recht nicht. Du bist eine starke, emanzipierte Frau und es gibt keine falschen Abzweigungen im Leben. So, das müsste ich mir eigentlich mal auf den Kühlschrank kleben. Ich schreibe mir das mal auf den Zettel. So. Wo ist eigentlich mein Handy? Hier. Okay.
Frisuren zum Pony rauswachsen lassen. Hallo, Frau Winkler? Ja, Herr Welke. So, machen wir weiter. Ja. Da ist eine Note. Auf dem einen Schalter, da ist eine Note drauf. Note steht für Musik, oder? Eigentlich haben wir ja Videos und keine Musik. Ich drücke da einfach mal drauf. Ach, das war schön. Hoffentlich bleibt es so schön. Ich habe... Oh! Auf dem nächsten Schalter steht Virus drauf. Nicht, dass ich da eine Pandemie auslöse, wenn ich da drauf drücke. Ach, was soll's. Wird schon nichts passieren. Ich melde mich wieder bei euch, weil ich euch auf etwas aufmerksam machen möchte. Weil ihr ja wisst, dass ihr mir so am Herzen liegt. Nicht nur so, sondern so. Jo. Puh, also ich bin immer übelst aufgeregt, wenn ich ein Video mache, weil ich weiß, dass es so viele Leute im Internet sehen können. Deswegen überlege ich immer ganz genau, was ich euch sage. Ich möchte euch warnen. Vor dem Virus. Vor dem Virus, denn er ist der ultimative Killer. Für die von euch, die es noch nicht wissen, den Virus kann man noch nicht einmal sehen, weil er so klein ist. Man weiß noch nicht mal, ob er lebt. Er ist ein ekliger, widerwärtiger Sauger. Er setzt sich in eine Zelle ein und zwingt diese dazu, sich zu reproduzieren mit ihm. Stellt euch das mal vor.
Jemand dringt in euch ein und ihr werdet zu ihm. Hört auf zu existieren. Ihr seid nur noch er, nicht ihr selbst. Ihr seid weg, verschwunden, finito, tot. Und er lebt weiter und pflanzt sich fort, bis nicht mehr übrig bleibt, außer ihm. Das darf nicht sein. 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 Im Freie Bühne-Atelier erscheinen ja sogar die Viren sympathisch. Ich frage mich immer, wie das die SchauspielerInnen so machen. Ich meine, es ist ja gar nicht so einfach, so vor der Kamera zu stehen und einen Monolog zu halten. Hat man da nicht auch Lampenfieber? So wie auf der Bühne? Hallo! Bevor es losgeht, meine Wohnung ist extrem schallundicht und normalerweise würde ich wahrscheinlich am Ende des Monologs eher schreien und ausrasten. Aber das möchte ich jetzt ungern machen. Also versuche ich das Ganze einfach ein bisschen anders zu machen, als ich es vielleicht sonst machen würde. Aber ja. Hallo? Entschuldigung, nein. Also ich habe etwas zu sagen, aber nein, so funktioniert das auch nicht. Es ist nur so, dass ich einen... ich habe einen Monolog vorbereitet, okay? Ich sollte das machen. Ich musste das machen. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Und ich verstehe, wenn ihr mir nicht zuhören wollt. Weil, naja, warum sollte man? Ich meine, ach, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Was soll das überhaupt? Wer hat sich diese doofe Übung ausgedacht? Ein Monolog halten vor all diesen Leuten, die mich anstarren und über mich urteilen. Da kennt ihr mir nicht mal. Ich meine, ihr kennt mich nicht mal. Mit welchem Recht macht ihr das überhaupt, ha? Warum starrt ihr mich so an? Schaut mich nicht an. Ich schaue euch doch auch nicht an. Ihr fragt euch sicher, was das werden soll, oder? Ich meine, was ist das überhaupt? Eine Schauspielerin, die keinen Monolog halten kann. Und schaut euch mal die anderen an. Die da drüben zum Beispiel. Die sind so cool. Die kommen richtig aus sich raus. Die sind wunderschön und die machen das so gut und ich stehe hier und stammel irgendwas zusammen. Ich sehe dein Gesicht. Ich weiß, was du denkst. Gehört dir hier dazu? Was, soll das eine Art Auftritt sein? Soll das ein Monolog sein? Ja, stell du dich doch mal hier hin und mach das. Stell du dich auf eine Bühne, trete auf, mach etwas mit riesigen Bewegungen und super vielen Emotionen. Versuch mal, das Publikum zu begeistern, zu unterhalten. Versuch du, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, das ist nicht so einfach. Was glaubt ihr, was ich bin? Ein Clown? Sehe ich aus wie ein Clown? Macht ihr euch lustig über mich? Wieso? Nur weil ihr nie zuhört? Mit einer so niedrigen Aufmerksamkeitsspanne kann ich nicht arbeiten. Das liegt nicht an mir. Das liegt an euch. Es ist nicht so, dass ich mich nicht trauen würde. Nein, das liegt an euch. Nur an euch. Und es ist eure Schuld, dass mir nicht zugehört wird. Und eure Schuld, dass ich nicht den Mut hier habe, hier zu stehen. Weil ihr mir Angst macht. Weil ihr euch nur lustig macht. Für euch ist das alles nur Schauspiel. Und nicht mehr. Wisst ihr? Deswegen mache ich es nicht. Ich stelle mich nicht hier hin. Und ich werde auch keinen Monolog halten. Nein, nicht für euch. Nicht für so ein undankbares Publikum. Ja, geh nur weiter. Geh nur darüber. Zum Wurststand. Oder was willst du dir holen? Ein Bier? Ha. Ihr habt doch gar keine Ahnung, was Kultur eigentlich ist.
oder was es für mich bedeutet. Was es für mich bedeutet, jedes Mal aufs Neue auf die Bühne zu gehen, wo ich es doch so liebe und gleichzeitig hasse. Ach, lasst mich doch. Ihr müsst mir nicht zuhören. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst einfach nur gehen. Und ich gehe auch, weißt du? Diese Sache, manche Ängste kann man nicht überwinden. So wie diese doofe Monologsache. Ich kann das einfach nicht. Lebt damit. Werdet damit fertig. Ich tue es nämlich auch. Genau, das dachte ich mir schon. Es ist eben nicht für jeden und jeder etwas, vor der Kamera zu stehen und einen Monolog zu halten. Oder war das Satire? Na, was soll's. Schauen wir zum nächsten Video. Ich bin Friseurin. Ich wasche, schneide und föhne. Bin Expertin im Haarstyling. Bin Freundin für jeden. Nach der letzten Kundin sinke ich ermattet auf einen Stuhl. Ist es das, was ich will? Ich bin Lehrerin. Ich erkläre, ermahne und tröste. Bin eine Instanz in der Schule. Bin Hassobjekt für so viele. Nach der letzten Stunde wische ich kraftlos die Tafel ab. Ist es das, was ich will? Ich bin Kundenberaterin. Ich höre zu, verspreche und rechtfertige. Bin die beliebteste im ganzen Callcenter. Bin verständnisvoll bis auf die Knochen. Nach dem letzten Anruf des Tages nehme ich steif mein Headset ab. Ist es das, was ich will? Ich bin Zahnarzthelferin. Ich halte, sauge und spüle. Bin die rechte Hand der Doktorin. Bin unterlegen in jeder Hinsicht. Nach der letzten Patientin des Tages säubere ich mechanisch die Instrumente. Ist es das, was ich will? Ich bin Margot. Ich studiere, arbeite und scheitere. Bin verloren gegangen auf meinem Weg. Bin alleine mit meinem Problem. Nach Jahren des Hinfallens und Wiederaufstehens frage ich mich hoffnungslos, was ist es, was ich will? Das macht die digitale Form möglich, ja, dass man einen Monolog aufnimmt, in dem mehrere Leute mitspielen. Und das ohne in Kontakt treten zu müssen. Ja, Wahnsinn, wie kreativ diese Leute im Freie Bühne-Atelier sind. Ja, da bin ich ja schon gleich total gespannt, was hinter dem nächsten Schalter steckt. Wut, rote Wut, lodernde Wut. Eine Wut, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Schaut hin, schau hin! Nicht wegschauen oder ich zwing dich, bis deine Augen bluten oder zumindest dein Herz. Fliegen können, wie Icarus zur Sonne. Oder in meinem Fall Ikara. Ein Hoch auf alle tragischen Helden. Es ist nur ein Job, entspann dich. Der meint das doch nicht so. Er kann schließlich nichts dafür, was er denkt, sagt, tut. Aber es tut trotzdem weh. Ich brenne. Die Sonne ist so glühend heiß. Sie vaporisiert jede Unreinheit. Endlich schön, endlich frei. Ich schwebe. Ich schlage die Augen auf. Reite ihn hart, bis er mit mir verschmilzt. Er wird mein Kontrolle. Du entscheidest nicht mehr, wer ich bin. Stöhne, Klappe zu, Stille. Dunkelheit. Ich schlucke eine Hälfte. Und gleich
Gleich wird die Musik wie ein buntes Feuerwerk durch mich pulsieren. Tanzen für immer. Endlich eins. Endlich frei. Mein Puls wird stärker. Trockener Mund. Glück. Mein Herz explodiert. Der Tag bricht an. Ich bin nüchtern. Bin das ich? Auf nach Hause. Auf schlafen. Auf duschen. Auf zur Arbeit. Auf an die Kasse. Alltag. Grauer Alltag. War ich das? Hat er mich gesehen? Letzte Nacht? Haben wir uns gesehen? Haben wir uns berührt, unsere Seelen? Hey, Süße! Hübsches Kleidchen! Wie soll ich mich so heute auf die Arbeit konzentrieren? Patronisierendes Lächeln. Ich will wegrennen oder ihm besser noch hart in die Fresse schlagen. Lächle. Er entscheidet nicht, wer ich bin. Ich entscheide das. Denn ich bin. Oder renne ich im Kreis? Wer entscheidet eigentlich, wer ich bin? Oh Mann, das ist ja echt richtig spannend. Aber mir läuft langsam die Zeit davon, ja. Ich muss dann irgendwie schauen, wie ich hier wieder rauskomme. Aber ein Video schaffe ich noch. Ein Schalter drücke ich noch. Einen letzten Schalter, okay? Ich muss Haltung bewahren, damit ich nicht selber einknick. Die Realität zerfahren, die mir jeden Tag ans Bein pisst. Ich muss zeigen, dass ich's kann und dass ich's durchziehe zur Not. Egal ob Arbeit oder Amt, an meinem Handeln hängt mein Brot. Und hin und wieder fehlt mir selber die Gelassenheit. Aus dunklen Wolken fällt der Schatten der Vergangenheit. These are the rough times, baby, es ist eine krasse Zeit. Der Grund, warum ich hin und wieder mal zur Flasche greif. Ich werd nicht müde und die Nacht hat mich durchschaut. Sie hat auf Treibsand mir ein Schattenhaus gebaut. Sie flüstern meinen Namen, sagen, ich muss reich werden. Komm, zeuge einen Erben, sonst kannst du allein sterben. Ich muss Haltung bewahren. Ich muss zeigen, dass ich's kann. Und hin und wieder werde ich nicht müde. Ja, sehr amüsant. Trotzdem fehlt mir für heute die Zeit, einen der anderen Schalter noch zu drücken. Vielleicht ein nächstes Mal. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich diese seltsame Umgebung hier wieder verlassen kann. Irgendwo, ich glaube, da drüben war das Portal. Puh, ja, zurück in der Innenstadt. Das Portal ist wieder geschlossen. Aber ich bin mir sicher, man findet noch mehr Portale in dieser Stadt. Jetzt habe ich erstmal eine Idee. Für einen eigenen Monolog. Für ein eigenes Video. Ja, das setze ich jetzt noch um. Das mache ich jetzt. Mein eigenes Video. Das mache ich jetzt. Da und dennoch unsichtbar. Natur. Wald. Freiheit. Manche sagen, hier herrscht Freiheit. Doch kann Freiheit herrschen? Kein Mensch ist zu sehen. Die Menschheit ist unsichtbar für mich.
Ich bin unsichtbar für die Menschheit. Kann ich mich selbst sehen? Kann ich mein echtes Ich sehen? Der Zweifel kommt zur Sprache. Die Sprache kommt zum Zweifel. Die Stadt ist nicht weit. Ich sehe sie vor mir, die nackten Mauern. Bäume werden zu Stein. Sträucher werden zu Zäunen. Schilder statt Blumen. Kalt zittert die Straße. Menschen zu Herden getrieben. Mein Wort bleibt ohne Gewicht, wenn es nicht eifert, euch zu erreichen. Weghören, überhören, wegsehen, die Augen verschließen. Der Gang durch den eigenen Tunnel. Den Blick nach innen gekehrt. Das Lächeln ist eine Maske. Die Maske ist ein Lächeln. Nicht sichtbar in einem Schwarm. Ein einzelner Tropfen in einem Regen. Die Tropfen prasseln auf die Erde. In die Erde, wo einst ein Wald stand. Da und dennoch unsichtbar.